Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in der Flüchtlingsunterkunft am Grellkamp in Langhorn wurden 4 Personen festgenommen, 3 weitere wurden in Gewahrsam genommen. 7 Menschen wurden verletzt. In der zentralen Erstaufnahme musste die Polizei am Wochenende mehrfach eingreifen. Bereits am Sonnabend entzündete sich ein Streit, nachdem ein Eritreer verlegt werden sollte, der zuvor das Sicherheitspersonal verletzt hatte. Am Sonntagabend kam es zu einem Streit zwischen Syrern und Eritreern. Bis zu 80 Personen gingen mit Holzlatten und Metallstangen aufeinander los. Wachleute wollten schlichten und wurden verletzt. Einige verbarrikadierten sich in einem Büro. Die Polizei war mit mehr als 35 Streifenwagen und Landesreserven vor Ort.